Hallo und willkommen zurück zu Let's Play 1916. So, ich habe bei meinem Freund, haben wir das jetzt gerade eben gespielt, kurz bevor ich jetzt hier hingekommen bin. Und ich habe jetzt erst herausgefunden, wie man rennen kann. Wir hätten es nach der zweiten Folge schon abschließen können, aber nein. Seht ihr, man kann rennen. Aber nein, machen wir es halt jetzt so. Okay. Ein sehr tolle Ambiente. Ja, ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Es ist 20.32 Uhr. Draußen ist es stockdunkel und eine echt klasse Zeit für so ein Spiel. So, was kriegen wir diesmal? Mal was her. Oh, wieder hilfreiche Händchen. So. Also, zuerst gammeln wir zum Bunker, dann gammeln wir zum Lager, dann gammeln wir, ach ja, das verseuchte Gebiet, und zum Schluss machen wir uns auf den Weg, Claudia, und zum Schluss machen wir uns auf den Weg, durch den Gefahrenbereich in dann machen wir uns durch den Gefahrenbereich zur Leiter an die Westfront. Oh, schöne Musik, mal andere. Ich habe mir auch Zettel durchgelesen. Ich sag euch eins, die sind echt. Man kann sagen, sie sind traurig, weil sie zeigen, wie der Krieg wirklich war. Und das ist echt krank. Zwar ging es im Krieg nicht um Dinosaurier, aber man kann sich ungefähr so vorstellen, dass die Zettel damals so, also die Briefe an Familie, Freunde, Geliebte, wirklich so waren. Und das ist echt traurig. Ja, also es wird noch gekämpft, das hört man an den Schüssen. Und ja, wer würde nicht kämpfen? Geh weg! Ich verpiss mich wieder hier rein und hoffe, dass das Dinosaurier, Viech, Zeug, Reptil mich nicht ärgern. Ja, leck mich. Die sehen voll mutantenmäßig Roboter-ähnlich, Alter. Also auf jeden Fall sind das Raptoren-ähnliche Wesen. Sehen aus wie Roboter, riechen und schmecken bestimmt auch wie Raptoren und Roboter. Lecker. So, gucken, ob das viel weg ist. Dann gehen wir hier lang. Wow! Könnt ihr mal aufhören? Passt mir mit euren Scheißgranaten hier auf. Oh. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Ah. Boah, was hat das gerade für einen Hänger gehabt, ey. Blödes Spiel. Alter, hör auf zu laufen. So. Schnell noch Sachen. Gib doch einfach alles her. So, jetzt bin ich mit allem voll. Jetzt nehme ich mir die Gasmaske hin. Oh, und jetzt hau ich ab, ey. Jetzt hau ich hier ab, ich will nicht mehr. Nein. Ich will das Spiel jetzt so schnell wie möglich durchbekommen. So. Nehmen wir uns hier like Boss. Das Ding hier. Das Bajonett. Und gehen hier jetzt einfach durch. Weil wir einfach so mega episch sind. Oh, wie ich das hasse, ey. So. Und jetzt rennen wir hier durch. Wir rennen zum Ausgang. Da ein Zettel.
den könnt ihr euch durchlesen. Ich will ihn mir nicht durchlesen. Lauf, 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 Leiter, Leiter. Oh, ey, Alter. Okay, ich würde sagen, ein sehr, sehr, sehr kurzes Ende. Und ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass das eigentlich zeigt das Spiel, wie es ungefähr im Weltkrieg aussah. Zwar ohne Dinos und alles, aber ich würde sagen, so sah der Weltkrieg aus für Menschen. Den ganzen Zetteln für die Familie und alles. Es hat schon einen gewissen Horrorfaktor. Ich werde den Link zum Download dieses Spiels unten in die Beschreibung mit reinhauen. Und ja, wer es selbst testen will, man kann es zu zweit spielen, aber zu zweit ist es halt nicht so lustig. Und wenn man das 5-6 Mal angespielt hat, dann kennt man eigentlich den Weg auswendig. So, ja, jetzt sind wir wieder am Anfang und ich würde sagen, hier quitte ich das Game mal und wir sehen uns beim nächsten Schocker. Bis dann. Toilette. Wir müssen mal ein Geschäft erledigen hier. So. Noch ein Schlüssel. Scheiße! Jetzt brauchen wir was zum Aufmachen. Mensch, oder was auch immer das ist, plus Schlüssel, gleich Tür offen. Minus Schlüssel, gleich zwei Menschen.